Mahlzeit und herzlich willkommen in eine Welt ohne Licht. So in etwa lautet jedenfalls die Einladung zum ersten Gameplay-Livestream am 18. Mai, die einige YouTuber erhalten haben. Ein kurzer, aber sehr bedeutender Satz. Was bedeutet für uns Hüter eine Welt ohne Licht? Was sind wir ohne Licht? Dazu müsste man wissen, dass das Licht momentan unsere Quelle der Macht ist, die wir vom Reisenden geschenkt bekommen haben, um der Dunkelheit zu trotzen. Ein Zitat aus dem Grimoire. Selbst ohne Waffen ist der Hüter eine strahlende Maschine der Zerstörung. Diese Macht wird uns Spielern als unser Fokus, unsere Super und allen Fähigkeiten, die damit verbunden sind, zur Verfügung gestellt. Nun, eine Welt ohne das alles? Das wäre doch kein Destiny. Wenn wir keine Super mehr, keinen 10 Meter weiten Nahkampf mehr oder die Panikfaust mehr haben würden, oder? Ich denke, da sind wir uns alle einig, dass wir andere Kräfte benutzen müssen, um uns der Bedrohung durch den Kabal Kaiser Gary or Gil, Glenn, is it, I don't know, it's something with a G. Go. Zu stellen. Denn so, ohne alles, wird das eher schwierig. Aber Moment mal, eine Welt ohne Licht? Das heißt ohne Fokus und das wiederum heißt ohne Fähigkeiten. Wie zur Hölle macht Ikora dann einen Donnerschlag? Dieser Widerspruch hat mich dazu angeregt, Nachforschungen anzustellen. Und auch unser Destiny-Experte Andy Edition, mit dem ich mich gut beraten habe, sieht das auch so. Wenn man nämlich die Grimoire des Sturmbeschwörers durchliest, steht da nichts von Licht. Die Kraft, die für diesen Fokus benötigt wird, ist die Kraft der Natur. Der Warlock ist also in der Lage, durch hartes Meditieren Arcus-Energie ohne die Kraft des Lichts zu bündeln und einzusetzen. Nun, das erklärt zumindest, wieso Ikora noch ihren Fokus einsetzen konnte. Das wäre aber ziemlich mies, wenn nur der Warlock diesen Fokus hätte. Wenn man nun sich die Grimoire vom Nachtbürscher und Sonnenbezwinger anschaut, wird einem eins bewusst. Die drei Fokusse, die mit König der Besessenen dazukamen, basieren nicht auf dem Licht wie die anderen sechs. Die Lehre des Sonnenbezwingers wurde von uralten Titanorden gelehrt und praktiziert, noch vor der Zeit, in der das Licht gezähmt werden konnte. Also auch hier wird eine Kraft zu eigen gemacht, die ohne das Licht funktioniert. Bleibt nur noch der Jäger. Der Schattenschuss des Jägers entsteht direkt aus der Lehre. Hier wird nicht die Lehre mit Hilfe des Lichts benutzt, so wie der Warlock es mit seiner Nova-Bombe macht, sondern andersherum. Die unendliche Leere des Universums wird in seiner rohen Form eingesetzt und lediglich durch das Licht des Hüters verfeinert. Nun wissen wir also, dass der Jäger, Titan und Warlock auch in einer Welt ohne Licht Kräfte nutzen können. Die Frage ist jetzt natürlich, ist Bungie faul und wir bekommen Sturmbeschwörer, Hammer, Titan und den Nachtbürscher recycelt? Oder sind unsere lieben Bungie-Mitarbeiter kreativ und stellen uns was komplett Neues zur Verfügung, basierend auf den Kräften der Natur und des Universums? Es klingt verrückt, ich weiß, aber eigentlich würde nur die Variante 2 Sinn ergeben. Denn die Fokusse, wie wir sie jetzt kennen, ob sie ihren Ursprung vom Licht oder der Natur haben, sind mit dem Licht des Reisenden verfeinert. Und ohne dies sind sie nicht existent, jedenfalls so wie wir sie kennen. Das heißt, wir müssen neue Fähigkeiten erlernen. Und wer weiß, ob es bei einem Fokus bleibt? Die Kraft der Dunkelheit, die Technologie der Kabale oder noch besser, die Kraft des Amuletts? Die Königin nutzte diese Energie gegen Oryx, erinnert ihr euch? Das würde auch einen Zusammenhang mit den Soldaten im Trailer haben, die mit dem Wappen der Königin gezeichnet sind. Nun, meine lieben Zuschauer, was haltet ihr davon? Beziehungsweise welche Kräfte wünscht ihr euch in Destiny 2? Und noch eine Frage, das ist das erste Video dieser Art von mir. Wie hat es euch gefallen? Ich bräuchte euer Feedback. Ansonsten immer schön einschwingen lassen. Bis zum nächsten Mal auf Venero TV.